Das ist Eichengrund. Ein Landsitz, den ich für die Sommermonate gemietet habe. Ich bin Schriftstellerin und habe schon viele Kriminalromane und Gruselgeschichten geschrieben. Aber was ich in diesem Hause erleben sollte, war unwahrscheinlicher als alles, was ich je veröffentlicht habe. Ich hatte mein Hauspersonal aus der Stadt mitgebracht. Und meine Hausdame Lizzie Ellen, die seit fast 20 Jahren bei mir ist. Lizzie! Miss Cornelia? Ist der Wagen da? Ja, er steht vor der Tür. Miss Cornelia? Mhm. Miss Cornelia, das Personal, das wir aus der Stadtwohnung mitgebracht haben, will uns verlassen. Wirklich? Ich weiß, dass es den Leuten hier nicht gefällt, aber das gibt sich bestimmt. Sie haben die Geschichte über den Mörder gehört, der von der Polizei und der Bevölkerung das Biest genannt wird. Und über die Morde, die er im vergangenen Winter hier begangen hat. Sie sagen, er wäre wieder da. Darum wollen Sie weg. Woher wollen die Leute das wissen? Ist wieder jemand ermordet worden? Nein, noch nicht, aber das kann schließlich jeden Tag passieren. Und noch etwas. Es soll hier furchtbar viele Fledermäuse geben, Miss Cornelia, und zwar besonders gefährliche. Ja, ja, Lizzie. Sie müssen sich den Artikel mal ansehen. Ein Bericht vom staatlichen Gesundheitsamt. Es heißt darin, dass einige Tiere die Tollwut haben. Nun ja. Das ist aber noch nicht alles. Es geht das Gerücht um, dass der Mörder und die Fledermäuse was miteinander zu tun haben. Und dass die Fledermäuse von dem Mörder mit Tollwut geimpften hier ausgesetzt wurden. Ach, das ist doch lächerlich. Wie Sie meinen, die Wirtschafterin, die Köchin, der Butler und das Zimmermädchen sind aber anderer Meinung, Miss Cornelia. Dann kann man Ihnen nicht helfen. Wenn Sie sich durch diesen lächerlichen Unsinn aus einer guten Stellung vertreiben lassen, kann ich nichts machen. Ich werde Ihnen nicht nachlaufen. Kommen Sie jetzt, Lizzie, ich muss zur Bank. Fahren Sie mich rasch zur Sinnesbank, Warner. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät, wir müssen uns beeilen. Ich werde es schon schaffen, Miss Van Gorder. Miss Van Gorder. Wie geht's, Mr. Bailey? Danke, und Ihnen? Mir geht's immer gut, danke vielmals. Ich glaube, Sie kennen Miss Allen. Natürlich, guten Tag, Miss Allen. Mr. Bailey. Sie verbringen den Sommer wieder hier? Ja, ganz recht, ich habe den Eichengrund gemietet. Er gehört ja Ihrem Bankpräsidenten, John Fleming. Ja, ich weiß. Es hat mich sehr überrascht. Wieso, Mr. Bailey, glauben Sie etwa auch an... Nein, nein, Miss Allen. Ich war überrascht, weil Mr. Fleming sagt, er würde es nie vermieten. So. Ich habe es von seinem Neffen, Mark Fleming, dem Grundstücksmakler, gemietet. Er sagte, sein Onkel wäre für längere Zeit verreist. Das stimmt auch. Mr. Fleming ist im Norden auf der Jagd, und zwar mit einem Arzt, Dr. Wells. Verzeihung, Madam. Dale? Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Wir haben Weihnachten geheiratet. Hübsches Weihnachtsgeschenk. Das kann man wohl sagen. Hier ist sie. Meine Frau, Miss Van Gorder, Miss Ellen. Oh, freut mich. Sehr freut, Mrs. Bailey. Sie sind Cornelia Van Gorder? Ja. Oh, ich habe alle Kriminalromane von Ihnen verschlungen. Und wissen Sie auch, welcher Roman mir am besten gefallen hat, Miss Van Gorder? Das Totenhaus von Dr. X. Ich war 3 Wochen krank danach, ein schreckliches Buch. Ich finde, wissen Sie, dass Miss Corny da zu viele Morde begangen hat. Aber es war mein spannendstes Buch und Sie sind der beste Beweis dafür. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Bailey. Mr. Hines sucht Sie. Ich komme. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich hoffe, es dauert nicht lange. Natürlich, bitte, Mr. Bailey. Sie sind also die glückliche Braut. Ach, jetzt nicht mehr. Seit Weihnachten nicht mehr. Ich habe Sie schon mal irgendwo gesehen. Ich war ja lange die Mitarbeiterin meines Mannes hier in der Bank. Richtig, jetzt erinnere ich mich. Darf man die berühmteste Besucherin von Sinnes willkommen heißen? Die Begrüßung ist zwar sehr charmant, aber... Das ist Kommissar Anderson. Kommissar Anderson, natürlich. Mr. Anderson ist der Chef bei der hiesigen Kriminalpolizei. So. Das ist Miss Ellen. Miss Ellen. Guten Tag, Herr Kommissar. Kommissar Anderson ist bei der Bevölkerung sehr angesehen. Und er sitzt auch im Aufsichtsrat der Bank. Welche Ehre für einen kleinen Polizisten. Ich nehme an, es wird seinen Grund haben. Lizzie, wir wollten noch... Ja, ich habe etwas gespart, wenn Sie das meinen. Die Bank wird gleich schließen. Und ich muss unbedingt noch was im Safe erledigen. Vielleicht besuchen Sie uns mal, Mrs. Bailey. Danke und Sie sehr, auch, gern. Herr Kommissar. Danke. Auf Wiedersehen. Ich freue mich sehr. Was für eine charmante Frau. Sie wohnt seit ein paar Tagen im Eichengrund. Das ist die richtige Umgebung für eine Kriminalschriftstellerin. Das kann man wohl sagen. Victor, was hast du denn? Kommt mal beide mit. Andy, wir haben Ärger.
Wendell Heinz war eben hier und wollte für 350.000 Dollar Wertpapiere holen, die wir als Deckung für ein Darlehen bekommen hatten. Sie waren in unserem Spezialsafe. Mr. Fleming und ich sind die einzigen Direktoren der Bank, die Zutritt zu diesem Safe haben. Und nun? Heinz' Papiere sind weg. Und nicht nur seine. Auch andere Wertpapiere sind noch verschwunden. Soweit ich nach einer flüchtigen Überprüfung feststellen konnte, sind der Bank Papiere im Wert von mehr als 1 Million Dollar abhanden gekommen. Na, und was sagt Mr. Fleming? Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Unglücklicherweise sind er und Dr. Wells hoch im Norden auf der Jagd. Und in seinem Jagdhaus gibt es kein Telefon. Was ist denn? Ich dachte, es wäre jemand vom See heraufgekommen. Es hätte ja unser Träger sein können. Sam kommt nicht vor morgen. Bis zum nächsten Dorf muss er immerhin 20 Meilen zurücklegen. Ich wette 10 Dollar, dass Sam eine wichtige Nachricht für mich mitbringt. Ich dachte, Sie wollten von der Bank nichts hören. Will ich auch nicht. Trotzdem werden Sie schreiben. Doktor? Ja, John. Was würden Sie für eine 500.000 tun? Alles, nur nicht morden. Warum nicht? Zu schmutzig. Zu riskant, meinen Sie? Für eine 500.000, ja. Ich habe 1 Million aus der Bank genommen. Ich habe sie unterschlagen. Im Ernst, Doktor. Dass Sie das Geld unterschlagen haben, glaube ich, aber Sie kommen nicht weit damit. Und warum nicht? Ich bin doch weit genug. Ich habe Wertpapiere genommen, die leicht verkäuflich waren, verstehen Sie? Ich habe sie zu Bargeld gemacht. Lauter Zehner, Zwanziger und Hunderter. Ich bin Ihr Ast und nicht Ihr Anwalt. Warum erzählen Sie mir das? Das werden Sie bald merken. Wen wird man verdächtigen? Bailey, den Kassierer. Niemand kommt auf mich. Ich mag Bailey. Ich ebenfalls. Ich mag ihn gern. Darum habe ich ihn ja befördert. Er hat eine zauberhafte Frau. Ja, sehr charmant. Ich bin bei ihm Trauzeuge gewesen. Wo ist die Million? In der Grabstätte meiner Familie. Unter dem Sarg meines Großvaters. Das kaufe ich Ihnen nicht ab, John. Nein? Nein. Sie vergessen, dass ich Sie behandelt habe, als Sie so schwer krank waren. Sie haben im Fieber gesprochen. Und faselten immer von einem geheimen Zimmer. Wo könnte es dieses Zimmer sonst geben, als in dem Palast, den Sie sich gebaut haben? Diesem verrückten Schloss, das Sie Eichengrund nennen. Jeder weiß, dass ich herzkrank bin. Niemand fände es absonderlich, wenn Sie telegrafieren würden, dass mein Herz ausgesetzt hätte und ich von einem hohen Felsen runtergestürzt wäre und durch den Fall übel zugerichtet worden sei. Dann müssen Sie die Leiche zum Begräbnis überführen lassen und dafür sorgen, dass man den Sarg wegen des Zustandes der Leiche in Sines nicht öffnet. Dazu brauchen wir eine Leiche und müssen uns mit einem hiesigen Beerdigungsinstitut in Verbindung setzen, das uns die Begleitpapiere ausstellt und sämtliche Formalitäten erledigt. Selbstverständlich. Und wo nehmen wir die Leiche her? Wir müssen jemanden sterben lassen, Doktor. Ich habe da an Sam gedacht. An Sam, unseren Träger? Sam hat meine Figur und Größe. Er führt ein Einsiedlerleben. Man würde ihn erst nach vielen Wochen vermissen. Die Leute vom Institut erkennen ihn bestimmt. Er muss eben so aussehen, als hätte er einen sehr schweren Unfall gehabt. Wenn der Verdacht in Ihrer Bank auf Bailey fällt, haben Sie doch nichts zu befürchten. Die Geschworenen können ihn freisprechen. Dann komme nur noch ich als Täter in Frage. Ich könnte selbstverständlich verschwinden. Aber es ist besser, Sie halten mich für tot. Und wenn ich nicht mitmache? Das wäre sehr bedauerlich für Sie. Dann wollen Sie mich umbringen. Ich wäre dazu gezwungen, nachdem Sie von der Million wissen. Ich würde sagen, es war ein Jagdunfall. Also seien Sie vernünftig, Doktor. Wenn Sie jemand anders wissen als den guten Sam, das ist mir egal. Es geht um eine 500.000. Ich werde es mir überlegen. Wo kommt der Rauch her? Von draußen. Es brennt irgendwas. Um Himmels Willen, Doktor! Der Wald brennt!
Der Wind treibt das Feuer genau hierher. Wir müssen schleunigst machen, dass wir wegkommen. Warum so eilig? Sie sagten doch, wir müssen eine Leiche haben. Erinnern Sie sich nicht mehr? Das ist ja schrecklich. Lizzie, sind Sie es? Ja, Miss Cornelia. Das Gewitter kommt immer näher. Wir müssen auf das Allerschlimmste gefasst sein. Der Wind hat mir glatt die Tür aus der Hand gerissen. Irgendwo ist ein Fenster offen gelassen worden. Das gibt Durchzug. Heben Sie mir bitte die Karten auf. Entschuldigen Sie bitte. Wie ich sehe, haben Sie die Zeitung gefunden. Ja, ich habe sie. Sie lag im Vorgarten. Der Bursche, der sie bringt, wirft sie einfach im Vorbeifahren von seinem Fahrrad runter und dann bleibt sie eben im Gebüsch liegen. Was lese ich da? Mr. Victor Bailey ist verhaftet worden? Ach. Victor Bailey, Vizepräsident und Kassierer der Sines Bank, wurde von der Polizei festgenommen. Im Safe der Bank fehlen Papiere im Wert von 1 Million Dollar. Das ist doch vollkommen absurd. Victor Bailey macht so etwas nicht. Oh, sieh da, unser Hausherr ist zurückgekommen, Lizzie. Unser Hausherr? Ja, Mr. John Fleming. So. Dr. Malcolm Wells ist wieder zurückgekehrt. Und zwar mit dem Leichnam John Flemings von der Sines Bank, der bei einem Waldbrand den Tod fand. Mr. Fleming wird am Freitag früh in seiner Familiengruft beigesetzt. Hoffentlich bleibt er auch dort. Warum sollte er nicht? Weil dies sein Haus ist. Und seit er tot ist, sind hier eine ganze Reihe merkwürdiger Dinge passiert. Was denn? Die Wirtschafterin, die Köchin und der Butler sahen, sie haben dauernd in der Nacht eigenartige Geräusche gehört. Und das Zimmermädchen hat hoch und heilig geschworen, dass ihr auf der Hintertreppe ein Mann mit völlig verbranntem Gesicht begegnet wäre. Ah, jetzt weiß ich, warum die verflixte Bande ohne einem was zu sagen einfach auf und davonläuft. Die Leute sind zu ängstlich, Miss Corny. Die haben einfach nicht den Mut gehabt, noch länger zu bleiben. Aber Sie waren doch auch hier, Lizzie. Haben Sie irgendetwas gesehen? Nein. Und wenn ich auch etwas gesehen hätte? Ich fürchte mich nicht vor Geistern. Die fürchten sich eher vor mir. Ich schwöre es Ihnen, Miss Corny, eine Wahrsagerin hat einmal zu mir gesagt, Geister hätten Angst vor mir. Oh. Aber dieses Biest, von dem Sie jetzt so viel in den Zeitungen schreiben, ich fürchte, vor dem werde ich doch ein klein wenig Angst. Ich glaube, der Kerl würde sich auch vor dir fürchten. Meine Güte. Ja. Wollen die denn alle Leute, die hier ihre Sommerferien verbringen, mit Gewalt aus dem Lande treiben? Was schreibt man denn schon wieder über das Biest? Das Biest scheint in der Hauptsache Frauen umzubringen. Vergangene Nacht hat er schon wieder zwei umgebracht. Alle seine Opfer hat er auf die gleiche Art ermordet. Ihr Hals sieht aus, als ob er mit scharfen Krallen aufgerissen worden wäre. Wirklich? Darauf wäre ich nicht gekommen. Das werde ich auch einmal machen. In einem Buch. Das ist nur der Wind. Der rüttelt überall an den Fensterläden. Das war auch nur der Wind. Irgendwo ist sicher eine Tür aufgesprungen. Hören Sie sich das an. Eins von seinen Opfern, das noch wenige Augenblicke legte, nachdem es gefunden worden war, beschrieb das Biest als ein menschliches Wesen, dem das Gesicht fehlt. Wissen Sie, Miss Corny, die Frau muss bestimmt übertrieben haben. Natürlich. Das ist sicher der große Gobelin, der oben auf der Treppe hängt, Miss Cornelia. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe das bei starkem Wind schon öfter gehört. Aber jetzt hört es sich an, als ob jemand auf der Treppe wäre. Sind Sie auch der Meinung? Oder täusche ich mich? Sie täuschen sich. In stürmischen Nächten hört man in jedem alten Gebäude so unheimliche Geräusche. Hier steht übrigens, das Biest hinterlässt niemals Fingerabdrücke. Keine Fingerabdrücke? Naja, wenn es kein Gesicht hat, wird es auch keine Hände haben. Lizzie! Und das, nehme ich an, war die Katze, die ihr Gebiss verloren hat? Nein. Nein, das glaube ich nicht, Miss Corny. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde mal nachsehen.
Wer mag denn den da runtergeworfen haben? Ich hoffe, es war der Wind. Da oben muss irgendwo ein Fenster offen sein. Nein, Lizzie, lass ihn doch liegen. Er soll sich mal ausschlafen. Ich hoffe, dass die Stromleitung nicht reißt, sonst sitzen wir hier auch noch im Dunkeln. Jetzt sehen wir noch, ob die Fenster im Wohnzimmer gut verschlossen und die Vorhänge zu sind, und dann gehen wir zu Bett. Ja, Madam. Warten Sie einen Augenblick, Miss Cornelia. Aber Lizzie, was ist denn los? Warum schreien Sie denn so? Was war denn? Ich habe Schuld, Miss Conny. Als ich vorhin die Zeitung hereinholte, habe ich vergessen, die Tür zuzuschließen. Er ist draußen, Miss Conny, und mein Haar hätte sie erwischt. Er hat schreckliche Klauen. Zum Glück haben Sie ihn ja gesehen, Lizzie, und die Tür früh genug zugeschlagen. Gehen Sie schon rauf und ich rufe die Polizei an. Dann komme ich mit. Ich verlasse Sie nicht mehr, Miss Conny. Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch. Mir fehlt nichts mehr. Es war nur Schreck. Kommen Sie. Ja. Geben Sie mir sofort die Polizei. Polizeipräsidium? Hier Cornelia Van Gorder. Ich wohne im Eichengrund. Ja, ich weiß, Miss Van Gorder. Vor wenigen Augenblicken hat jemand versucht, hier ins Haus einzudringen und uns zu überfallen. Sind Sie allein im Hause? Sie haben doch Personal, nicht wahr? Ich habe kein Personal mehr, außer meinem Chauffeur. Aber der hat bis morgen früh Urlaub. Ich bin ganz allein mit Miss Ellen. Wir schließen uns beide in meinem Schlafzimmer ein. Und hören Sie, wenn einer von Ihren Beamten irgendetwas sieht, bitte rufen Sie mich sofort an. In Ordnung, Madame. Ich schicke sofort jemanden rüber. Gut, danke vielmals. Kommen Sie, Lizzie. Wir schlafen zusammen in meinem Zimmer. Zunächst sicher. Wenigstens für ein paar Stunden. Die Tür ist ziemlich stabil. Ja, wie die Tür zu einer Gruft. Ich hoffe, dass Sie auf der Couch da einigermaßen schlafen können. Wo Decken und Wäsche sind, wissen Sie ja. Ja, ich weiß schon. Oberlicht hat keinen Riegel. Was machen wir da? Was wollen Sie denn damit bezwecken, Miss Corny? Das soll eine Alarmanlage werden, meine Liebe. Wenn jemand versucht, das Oberlicht zu öffnen, wird das umgeworfen. Und das wird uns aufwecken. Morgenrock und meine Hausschuhe. Ich komme gleich wieder zurück. Warten Sie einen Augenblick, Lizzie. Ich werde mit Ihnen kommen. Vielen Dank. Bemühen Sie sich nicht, Miss Corny. Ich habe es ja nicht weit bis zu meinem Zimmer. Das ist egal. Ich komme mit. Keine Sorge. Es dauert nur 2 Sekunden. Ah! Rück, Tür zu. Ja? Miss Van Gorder? Ja. Polizeipräsidium. Wir haben einen Funkstreifenwagen zu Ihrem Haus geschickt. Die Beamten melden, dass auf Ihrem Grundstück nichts Verdächtiges wahrzunehmen ist. Der Mann ist gerade jetzt ins Haus eingedrungen. Er steht auf dem Flur vor meinem Schlafzimmer. Ihre Beamten sollen sofort die Hintertür öffnen. Sie müssen uns aus dieser furchtbaren Lage befreien. Okay, Madam. Verlieren Sie nicht die Nerven. Haben Sie keine Sorge. Ich habe einen Revolver. Und ich weiß auch, wie man damit umgeht. Ich
verstehe das nicht, Lizzie. Die Sache ist mir ein Rätsel. Die Polizei hat das Haus wirklich sorgfältig durchsucht, aber nichts finden können. Wir beide haben ihn aber doch ganz deutlich gesehen. Natürlich, Lizzie. Gehört und gesehen. Er muss also geflohen sein. Aber jetzt können wir ja beruhigt sein. Die Polizei hat das Haus umstellt. Lass uns versuchen, ein wenig zu schlafen, Lizzie. Cornelia! Miss Cornelia! Was ist denn los? Das Biest! Unsinn, Lizzie. Du hattest einen Albtraum. Ich habe nicht geträumt. Es war eine Fledermaus hier. Sie hat mich gebissen. Was sagst du? Drüben in den Schrank ist sie reingeflogen. Großer Gott, Lizzie. Tatsächlich, Sie haben recht. Oh. Warten Sie. Ruhig, Lizzie. Vermittlung? Bitte geben Sie mir die Praxis von Dr. Malcolm Wells. Aber sofort. Die Nummer bitte. Ich weiß die Nummer nicht. Ich habe kein Telefonbuch. Verbinden Sie mich doch mit ihm. Es geht um Leben und Tod. Jetzt werde ich die Tollwut bekommen und daran sterben. Hallo. Hallo. Ist Dr. Wells zu sprechen? Hier ist der Auftragsdienst. Dr. Wells ist nicht zu Hause. Bitte geben Sie mir Ihre Nummer. Ich werde versuchen, ihn zu erreichen. Sagen Sie, Miss Van Gorder hat angerufen. Meine Hausdame ist von einer Fledermaus gebissen worden und wir fürchten, dass sie die Tollwut bekommen wird. Dr. Wells muss sie unbedingt sofort behandeln. Ich werde versuchen, Dr. Wells zu finden. Wenn nicht, schicke ich Ihnen einen anderen Arztmelder. Gut, aber beeilen Sie sich bitte. Erst zu einem Kranken. Hoffentlich ist das keine Entbindung. Ein Baby bekommen kann auch sehr kompliziert sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Haben Sie je im Leben eins bekommen? Nein, nie. Deshalb kann ich es mir auch nicht vorstellen. Tut es sehr weh? Nein. Setzen Sie sich. Hier, Dr. Wells. Hier ist der Auftragsdienst, Herr Doktor. Oh ja, ich war gerade bei einem Experiment und habe vergessen, den Hörer aufzulegen. Das dachte ich mir, deswegen habe ich weiter versucht. Miss Van Gorder hat angerufen, ihre Hausdame ist von einer Fledermaus gebissen worden. Es besteht Tollwutgefahr. Wie? Gut, sagen Sie ihr, ich käme sofort rüber. Thank you.
Hallo, wer ist da? Dr. Wörth. Kommen Sie herein, Doktor. Guten Nacht. Ich bin so froh, dass man Sie gefunden hat, Doktor. Ich bin kurz nach Ihrem Anruf zurückgekommen. Wie geht es der Patientin? Hat sie starke Schmerzen? Nein, bis jetzt noch nicht. Und wissen Sie, wo die Fledermaus ist? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, sie ist noch in meinem Schlafzimmer. Es wäre gut, wenn ich Sie untersuchen könnte. Ich hoffe, jetzt fühlen Sie sich etwas besser. Doktor, bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Das wird erst möglich sein, wenn ich das Gehirn des Tieres unter dem Mikroskop habe. Was? Gehirne haben die auch, Doktor? Na und ob? Wo ist das Tierchen? Lizzie sagt, es wäre da in den Schrank geflogen. Aha. Ich würde das Haus nicht gemietet haben, Miss Van Gorder. Weshalb nicht? Ich möchte Sie nicht unnötig beunruhigen. Nach heute Nacht kann mich nichts mehr beunruhigen. Ich kann Sie nachfühlen. Es muss fürchterlich gewesen sein. Hier haben sich schon sehr viele geheimnisvolle Dinge abgespielt. Das Gebäude muss irgendwas an sich haben. Ihr Personal hat das anscheinend gespürt. Manche Menschen haben ein Gefühl dafür. Aber ich will Sie nicht langweilen. Aha, da sitzt ja der Übeltäter. Na, da komm mal her, mein Kerlchen. So siehst du ruhig. Was ist denn? Ich tu dir ja gar nichts. Das Tier sieht aber gar nicht aus, als ob es die Tollwut hätte. So, sieht es nicht so aus. Ich habe mir schon Sorgen um das arme Tier gemacht. Ach, sind Sie tierlieb. Dem Aussehen nach würde ich sagen, das Tier hat noch keine Infektion. In dem Fall hätten Sie wirklich außerordentliches Glück gehabt. Wenn Sie eine von diesen Tabletten genommen haben, garantiere ich Ihnen eine ruhige Nacht. Morgen sehen wir weiter. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, Doktor. Bemühen Sie sich nicht, ich finde selbst zur Tür. Das weiß ich, aber ich bringe Sie trotzdem raus. Vergessen Sie nicht, wenn Sie mich zur Tür gebracht haben, müssen Sie die Treppen allein wieder hinaufgehen. Oh, so ängstlich bin ich nicht. Außerdem habe ich eine Waffe. Können Sie damit auch einen Schuss abgeben, ohne vor Schreck die Augen zuzumachen? Doktor, in jedem Buch, das ich geschrieben habe, kommen Revolver vor. Ich schreibe nie über etwas, was ich nicht kenne. Schließ die Tür, Lizzie. Ja, Gute Nacht. Guten Nacht, Doktor. Ist er verletzt? Nein, der Wind hat ihn umgeworfen. Aha. Wie ich hoffe. So. Wussten Sie übrigens, dass Mark Fleming Ihnen dieses Haus ohne Wissen seines Onkels vermietet hat? Nein, das ist mir neu. Ist ja jetzt auch unwichtig. John Fleming ist tot und Mark erbt ja alles. Aber wenn der alte Fleming noch lebte, würde er Ihnen bestimmt raten, das Haus zu verlassen. Wirklich? Ja. Das Haus hat jedem, der bisher darin gewohnt hat, Unglück gebracht. Gute Nacht mit ihm. Gute Nacht, Doktor. Wer ist da draußen? Niemand, vor dem Sie Angst zu haben brauchen, Doktor. Ach, es ist Andy. Richtig. Guten Abend, Miss Van Gorder. Guten Abend, Kommissar. Ist jemand krank hier? Lizzie ist von einer Fledermaus gebissen worden. Oh. Tollwutverdacht? Ich wollte eben damit zum Labor. Wir haben das reizende Tierchen eingefangen. Ist es drin passiert oder draußen? In meinem Schlafzimmer. Wie kommt sie denn da rein? Fledermäuse finden immer einen Weg. Ach, Sie müssen es ja wissen. Ich habe da eben etwas sehr Interessantes bemerkt. Oh. Ich glaube, hier ist ihr unerwünschter Besucher reingekommen. Miss Van Gorder sagte mir, sie hätte das Polizeipräsidium von Sinus angerufen. Ja, sogar zweimal. Als ich das zweite Mal anrief, war der Kerl schon im Haus. Waren Sie nicht im Dienst, Andy? Nein, aber ich wurde verständigt. Ihre Beamten haben alles umgekrempelt, aber sie haben niemanden gefunden. Sie müssen eine neue Scheibe einsetzen lassen. Darauf können Sie sich verlassen. Ich muss jetzt gehen. Ich muss nämlich um 7 Uhr wieder raus. Gute Nacht. Gute Nacht, Doktor. Ich habe eine Wache im Garten gelassen, Miss Van Gorder. Fein, vielen Dank. Ja, warum denn nicht im Hause, Andy? Im Haus ist niemand. Woher wollen Sie mit Bestimmtheit wissen, dass sich der Kerl nicht auch irgendwo im Hause verbirgt? Ich bin sicher, dass er nicht im Hause ist, Doktor. Nicht mehr. Gute Nacht. Gute Nacht. Tag, Andy. Tag, Mark. Na ja, da kann man ja nur gratulieren. Das Maklergeschäft scheint zu blühen. Aha. Neues Büro, neue Möbel. Ja, wie gefällt Ihnen der Laden? Oh, Sie haben nicht gespart, wie ich sehe. Sie legen wohl Ihr geerbtes Geld an. Dazu müsste ich es erst haben. Die Presse schreibt, Sie hätten das gesamte Vermögen Ihres Onkels geerbt. Ich weiß, aber leider ist dieses gesamte Vermögen nirgendwo zu finden. Soll das ein Witz sein?
Leider nicht. Mein Onkel hatte auf seinem Bankkonto nur ein paar hundert Dollar. Sein Wertpapier-Safe war leer. Wenn wir die fehlende Million nicht wiederfinden, ist meins auch leer. Wieso? All meine Ersparnisse waren in Aktien der Bank angelegt. Kein Wirtschaftsprüfer wird es wagen, der Bank ihre Zahlungsfähigkeit zu bestätigen, bevor wir den Fall aufgeklärt und die gestohlenen Wertpapiere wiederbeschafft haben. Für den Dieb war es leicht, die Papiere in Geld zu verwandeln. Wenn wir die Million nicht finden, bin ich ein armer Mann. Wo wollen Sie die finden, Andy? Ihren Sinnes. Glauben Sie, Ihr Onkel würde eine Million auf die Jagd mitschleppen? Sie verdächtigen meinen Onkel John? Aber Andy, er war doch der Gründer dieser Bank. Es wäre ja das Gleiche, als wenn er das Familiengrab ausgeraubt hätte. Können Sie für ihn bürgen? Naja, übrigens, man hat doch Baileys Fingerabdrücke gefunden. Jeder Griff in der Stahlkammer ist voll davon. Er hat sie eben abgewischt. Kann das auch bewiesen werden? Ich glaube schon. Judy Hollander, Baileys Sekretärin, ist eine wichtige Zeugin. Der Anwalt Baileys verspricht sich von ihrem Auftreten vor Gericht sehr viel. Tja, wir werden ja sehen. Ich bin gespannt, was sie zu sagen hat. Es wird sehr interessant. Hier ist das versprochene Buch, Judy. Ihr neuestes, Madam? Ja, eben herausgekommen. Sie dürfen das Exemplar behalten. Sie haben es sogar signiert. Das finde ich nett. Das gehört auch dazu. Ich danke Ihnen vielmals. Bitte, mein Kind. Darf ich den Tee servieren, Miss Van Gorder? Ja, bitte, Warner. Sehr wohl. Na nu, Sie haben ja neues Personal, Miss Van Gorder. Ja, natürlich. Die wussten wohl noch nicht, was dies für ein Haus ist. Jim Patterson, meine Wirtschafterin, kennt das Haus besser als Sie, Doktor. Sie war schon bei John Fleming. Und Warner ist bis jetzt mein Chauffeur gewesen. Der Chauffeur als Butler. Ja, es ist unglaublich. Aber er ist wirklich für alles zu gebrauchen. Haben Sie einen Klempner aufgetrieben, Warner? Nein, Madam, Sie haben alle keine Zeit. Frühestens in 3 Tagen. Was machen wir denn da, Warner? Das Rohr muss unbedingt abgedichtet werden. Madam, das Rohr ist schon dicht. Wieso? Hat das Rohr von selbst zu tropfen aufgehört? Nein, Madam, ich habe die defekte Stelle des Rohres zugelötet. Zugelötet? Sie? Ja, haben Sie denn sowas gelernt? Als Chauffeur und Butler gehört es zu meiner Pflicht, mir im Notfall selbst helfen zu können. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun, Miss Van Gorder? Nein, im Augenblick nicht, Warner. Sehr wohl, Madam. Na, was sagen Sie jetzt, Doktor? Wie lange war er vorher bei Ihnen, Chauffeur? Etwa 3 Monate. Hoffentlich ist er nicht vorbestraft. Ach. Meine liebe Dale, es wird Sie interessieren zu erfahren, dass John Fleming mir kurz vor seinem Tod gesagt hat, dass er Ihren Gatten wie einen Sohn liebte. Wenn Fleming noch am Leben wäre, würde er bestimmt beschwören, dass Victor unschuldig ist. Könnte Fleming auch seine Unschuld beschwören? Miss Van Gorder, kann man denn daran zweifeln? Ich glaube, Dr. Wells, wenn Miss Hollander ausgesagt hat, wird auch das Gericht daran zweifeln. Oh. Sie wissen etwas, das Mr. Fleming belastet, Judy? Ich habe eine sehr wichtige Beobachtung gemacht, Dr. Wells. Aber der Richter hat ihr verboten, darüber zu sprechen. Ich habe auch nicht die Absicht, danach zu fragen, Dale. Aber lassen Sie uns doch einmal annehmen, dass Fleming die Million wirklich entwendet hat. Was könnte er damit gemacht haben? Jeder Mensch, der was gestohlen hat, wird zunächst versuchen, es zu verstecken. Wenn ich Fleming wäre oder über den Fall einen Roman schreiben würde, wüsste ich kein besseres Versteck als dieses Geisterhaus. Irgendwo unter dem Fußboden oder in einem alten Kamin? Wenn Mr. Fleming wirklich die Million beiseite gebracht hat, würde er es bestimmt vorbereitet haben. Und hatte von Anfang an ein Versteck dafür. Warten Sie mal. Mir kommt da ein Gedanke. Ich habe das Haus von seinem Neffen Mark Fleming gemietet. Ob er nicht irgendwelche Baupläne besitzt? Ich kann ihn ja mal fragen. Ja, Lizzie, bringen Sie bitte Mrs. Bailey das Telefon. Rufen Sie ihn doch gleich mal an. Seine Nummer ist Summit, Summit 7537. Mhm. Danke sehr, Lizzie. Summit 7537. Mhm. So, jetzt brauche ich nur noch Kunden und ein paar gute Objekte. Ah, da ist schon einer, der einen Bauernhof kaufen will. Hier Mark Fleming. Oh, guten Tag, Dale. Warten Sie, ich werde mal nachschauen. Dale Bailey ist am Apparat. Miss Van Gorder lässt durch Sie anfragen, wo die Baupläne von Eichengrund sind. Was mag sie damit wollen? Oh,
Wie sie mir sagte, glaubt sie, dass ihr Onkel die Millionen dort im Hause versteckt hat. Sind die Pläne hier? Irgendwo im Eichengrund. Soviel ich weiß, gibt es nur eine Stelle, wo Onkel John so etwas deponiert haben könnte. Und wo wäre das? Ich weiß, dass er es mir vor Jahren mal gesagt hat, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube ja immer noch nicht, dass er die Millionen genommen hat. Aber sobald ich die Pläne finde, gebe ich Ihnen Nachricht, Andy. Hallo, Dale? Die Baupläne müssen in Eichengrund sein. Ich komme heute Abend mal rüber, dann schauen wir zusammen nach. In Ordnung, Mark. Wir erwarten dich. Er meint, dass die Pläne hier im Hause sein müssten. Er kommt heute Abend vorbei. Ich danke Ihnen, Dale. Dale und Judy bleiben übers Wochenende hier. Darf ich Sie bitten, zum Abendessen zu bleiben? Vielen Dank, aber das geht leider nicht. Ich habe noch einige Besuche in der Stadt zu machen. Übrigens, wenn Judys Beobachtung Victor Bailey entlastet und John Fleming in Verdacht bringt, werden sehr viele auf die Idee kommen, er habe die Million hier im Hause versteckt. Sie dürfen mit keinem vor der Hauptverhandlung darüber sprechen, verstehen Sie? Das habe ich auch nicht vor. Sie sind ebenso klug wie hübsch. Also auf Wiedersehen. Alles Gute. Auf Wiedersehen, Doktor. Kommt, Kinder, das Essen wartet. Sie waren doch früher Sekretärin bei Ihrem Mann, nicht wahr, Dale? Ja, 2 Jahre lang. Stenografieren Sie? Mhm. Falls Sie Lust haben und sich etwas ablenken möchten, würde ich mich freuen, wenn Sie mir helfen würden, aus dieser fantastischen Geschichte den Roman zu schreiben, Das Biest. Wieder rüber. Es war ein wundervolles Essen. Danke sehr. Ja, wirklich. So gut habe ich schon lange nicht gegessen. Ausgezeichnet, Lizzie. Kompliment für die Köchin. Oh, was haben Sie da für ein hübsches Silbergeschirr? Wozu dient denn das? Zum Warmhalten von Speisen aller Art. Der äußere Mantel wird mit heißem Wasser gefüllt. Das heißt, er wurde gefüllt. Heute benutzt man sowas nicht mehr. Man hat jetzt bessere elektrische Geräte. Geht doch schon seit 10 Jahren nicht mehr, wie Mark Fleming mir beim Einzug sagte. Na nun, warum steht die so weit von der Wand ab? Ich weiß nicht, die muss jemand abgerückt haben. Lizzie wahrscheinlich beim Staubwischen. Warten Sie mal. Haben Sie gewusst, dass eine Tür in der Wandverkleidung ist? Was, eine Tür? Tatsächlich, ich glaube, Sie haben recht. Vielleicht führt sie zu einem geheimen Ausgang. Oder zu einem geheimen Zimmer. Passen Sie mal ja, den an. Wer weiß, Kinder, vielleicht finden wir die verschwundene Million. Ja. Jetzt kommt es darauf an, ob Sie einen geheimen Mechanismus oder ob Sie ohne besonderen Achtung, Achtung, Wagen 11. Wagen 11. Fahren Sie sofort nach Schloss Eichengrund. Ich wiederhole, Schloss Eichengrund. Es handelt sich um einen Mord. Haben Sie verstanden? Okay.
fahre nach Eichengrund. Benachrichtigen Sie den Kreisarzt Dr. Wells. Sagen Sie ihm, ich wäre schon am Tatort. Furchtbar. Man könnte glauben, der Mörder wäre eine wilde Bestie mit Tatzen und Krallen. Das ist immer das Gleiche. So sahen die Opfer alle aus. Ich hatte gehofft, die Berichte über sein erneutes Auftauchen wären pure Einbildung gewesen. Aber diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Er ist wieder da. Die Serie seiner Morde geht weiter. Es gibt keinen Zweifel, wer der Mörder ist. Das Biest. Wer hat Mark gefunden? Wir alle. Das heißt Dale, Judy und ich. Lizzie war noch im Esszimmer. Das ist meine neue Wirtschafterin, Jane Patterson. Sie war schon bei John Fleming. Ja, ich kenne sie. Wo waren Sie, Mrs. Patterson? In der Küche. Geschirr spülen. Die Köchin hat heute frei. Haben Sie gewusst, dass sich dort ein Schrank befindet? Nein. Er war ja durch die Uhr verdeckt. Ich habe ihn zuerst bemerkt. Ich sah, dass die Uhr verschoben war. Dadurch sind wir drauf gekommen. Ich gehe schon. Wer ist es? Mark Fleming. Die Todesursache ist die gleiche wie bei den anderen Opfern. Wie lange ist der Mann tot? Eine halbe Stunde etwa. Sie meinen, es war das Biest? Die Verletzung ist typisch. Vielleicht ist er noch im Hause. Das ist schon möglich. Wie kommen Sie darauf? Weil er das sucht, was auch nach Ihrer Meinung hier im Hause versteckt ist. Er schreckt vor nichts zurück. Ich würde Ihnen raten, das Haus so schnell wie möglich zu verlassen. Damit will ich nichts gegen die Fähigkeiten unserer Polizei gesagt haben. Ist der Wagen bestellt? Schon unterwegs. Dann muss ich mich mit der Untersuchung beeilen, aber das mache ich am besten woanders, wenn es geht. Ja, drüben im Wintergarten. Gut, passen Sie mal an. Warner, wo kommen Sie denn her? Verzeihung, Madame, aber ist jemand krank? Es wurde jemand ermordet. Mark Fleming, der junge Mann, von dem ich das Haus gemietet habe, ist getötet worden. Und wer war's? Der Kommissar meint, es war das Biest. Es tut mir leid, dass ich Sie bemühen musste, Miss Van Gorda. Ich habe den Schlüssel vergessen und auf mein Klopfen am Küchenfenster hat niemand reagiert. Das ist Warner, Kommissar, mein Butler. Er war vorher Chauffeur. Warum haben Sie ihn befördert? Weil es sehr schwer ist, einen Butler zu finden. Sie gehen heute alle nicht gerne aufs Land. Waren Sie früher schon einmal Butler? Ich habe schon vieles gemacht, Herr Kommissar. Übrigens ist heute mein freier Tag und ich wollte nur meinen Schlüssel holen. Das weiß ich bereits. Wann haben Sie das Haus verlassen? So um 6.30 Uhr. Gegessen habe ich in Willis Rasthaus. Können Sie beweisen, wo Sie die übrige Zeit waren? Ich kann es versuchen. Dann ist ja gut. Bleiben Sie im Haus. Ich rufe Sie nachher. Wie Sie wünschen, Herr Kommissar. Wenn Sie mich brauchen, Madame, ich bin in meinem Zimmer. Gut, Warner. Sie sind doch nicht etwa der Meinung... Wir haben uns schon mal getroffen. Ich weiß nur noch nicht, wo und wann. Aber ich komme drauf. Meine Beamten werden gleich eintreffen, um Fotos zu machen und Fingerabdrücke zu suchen. Aber bis Sie kommen... Mrs. Patterson, gehen Sie heute Abend nicht mehr aus dem Hause, nein? Nein, Sir. Ich brauche Sie morgen früh. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Miss Van Gorda. Dale, ich war heute Nachmittag zufällig bei Mark Fleming, als Sie wegen der Baupläne anriefen. Er sagte, er käme heute Abend hierher. Dale hat in meinem Auftrag angerufen. Sie hat mir gesagt, er würde kommen. Wer war dabei, als sie das sagte? Judy, Lizzie. Und der nette Dr. Wells. Dr. Wells? Es gibt wenig Mörder aus Veranlagung. Das Biest muss meiner Ansicht nach ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen. Er ist kein Triebmörder. Er mordet aus purer Gewinnsucht.
Er will die verschwundene Million haben und dafür ermordet er bedenkenlos jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Sagen Sie, Miss Vengoda, bleiben die jungen Damen heute Nacht hier? Ja, übers Wochenende. Wenn meine Beamten kommen, haben wir hier eine Weile zu tun. Deshalb schlage ich Ihnen vor... Dass wir auf unsere Zimmer gehen, ja. Das ist eine gute Idee. Kommt, Kinder. Bekommen wir polizeilichen Schutz für den Rest der Nacht, Kommissar? Den haben Sie bereits. Ich durchsuche das Haus vom Keller bis zum Boden. Wenn der Kerl heute Nacht wiederkommt, dann erlebt er sein blaues Wunder. Wer kann es sein? Haben Sie einen Verdacht? Ja, Madame. Aber Verdachtsmomente allein genügen nicht. Wir müssen unbedingt handfeste Beweise haben. Ich glaube, der Täter ist kein Gewohnheitsverbrecher. Vielleicht ist er Kaufmann, Mediziner oder Rechtsanwalt. Jemand, den wir alle kennen. Meine Damen, bitte bleiben Sie auf Ihren Zimmern. Ich verspreche Ihnen, dort werden Sie sicher sein. Gute Nacht. Gute Nacht. So jung. Schade um ihn. Nun, was sagen Sie, Doktor? War das Biest der Mörder? In meinem Bericht werde ich erwähnen, dass der Tod auf dieselbe Art herbeigeführt worden ist wie in den anderen Fällen. Lähmung durch schweren Schlag gegen den Kehlkopf, Aufreißen der Hauptschlagader am Halse des Opfers und als Folge davon Verblutung. Er hat demnach seinen Mörder nicht mehr erkannt, meinen Sie? Ich glaube doch. Aber er hatte keine Zeit mehr, sich darüber zu wundern. Bleiben Sie heute Nacht hier, Andy? Oh, nur so lange, bis ich das Haus durchsucht habe. Dann schlafe ich bis um 4 und komme wieder. Weder Schnee noch Regen, weder Hitze noch Frost werden die eifrigen Männer der Polizei jemals von der Erfüllung ihrer Pflicht abhalten können. Die Verhaftung des Mörders wird für viele eine Überraschung werden. Davon bin ich überzeugt. Gute Nacht, Andy. Seien Sie auf der Hut. Gute Nacht, Doktor. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie ins Bett kommen, Madame. Lizzie und ich bleiben in meinem Zimmer, dann fühlen wir uns sicherer. Neulich nachts hat der Sturm uns das Kabel abgerissen. Da habe ich am nächsten Morgen ein paar von diesen Lampen gekauft. Nehmen Sie lieber eine mit, Dale. Danke Sie. Hören Sie auf zu heulen. Haben Sie sonst alles, was Sie brauchen? Ich glaube ja, Miss Vengoda. Vielen Dank. Wenn irgendetwas passiert, schreien Sie ganz einfach. Zwei starke Frauen werden Ihnen zu Hilfe kommen. Ich glaube, es passiert nichts. Heute Nacht ist ja Kommissar Anderson im Haus. Natürlich. Gute Nacht. Hoffentlich schlafen Sie bald ein. Ganz bestimmt. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube nicht, dass ich schlafen kann, Dale. Ich auch nicht. Ich denke dauernd an den armen Mark Fleming und seine Augen. Ich dachte, wenn jemand gestorben ist, sind die Augen geschlossen, als würde er schlafen. Denk doch an was anderes. Ich wette, du denkst auch immer daran. Ich war im Geist bei meinem armen Mann in der Gefängniszelle. Oh, Judy, hoffentlich lassen sie ihn bald wieder frei. Thank you.
Was sind das für Schläge? Ich weiß es nicht. Ich war schon halb eingeschlafen. Einen Moment lang habe ich geglaubt, dass ich träume. Ich höre es schon eine ganze Weile. Das Geräusch kommt von oben. Es hört sich an, als ob es aus einem Zimmer über der Einfahrt käme. Sollen wir Miss Vengorda rufen? Ach, sie wird das Geräusch schon längst gehört haben. Es ist ja nicht zu überhören. Außerdem möchte ich nicht, dass sie uns für ein paar hysterische Weiber hält. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Ach, mir langt's für heute Nacht. Dale, geh bitte nicht nach draußen. Ich will wissen, was da oben vorgeht. Kommissar Anderson hat gesagt, wenn wir in unserem Zimmer blieben, wären wir sicher. Herr Victor sitzt im Gefängnis, vergiss das ja, nicht. Ich bin ganz sicher, die Million ist in diesem Hause. Mark Fleming muss das gewusst haben. Wer weiß, vielleicht weiß jemand anders auch davon. Du meine Güte, wie kann man nur so fest schlafen? Hey, Lizzie, wachen Sie doch auf! Hören Sie denn das nicht? Unser Haustelefon und der andere Apparat funktionieren nicht mehr. Wir sind hilflos, vollkommen abgeschnitten. Wo ist denn der Polizeikommissar? Ach, das weiß ich auch nicht. Vielleicht lebt er schon lange nicht mehr. Vorwärts, stehen Sie auf. Odile, bitte geh nicht da oben hin. Ich gehe auf jeden Fall. Das bin ich Victor schuldig. Du wartest hier. Das kommt gar nicht in Frage. Wenn du raufgehst, gehe ich mit. Ja, das Biest. Er hat sie oben auf der Treppe erwischt. Ich sah ihn noch die Treppe runterlaufen, als ich aus dem Zimmer kam. Ich habe den Haken nach ihm geworfen. Und ich glaube, ich habe ihn am Kopf getroffen. Ich werde das Haus vom Keller bis zum Boden durchsuchen, haben Sie gesagt. Wo waren Sie denn, als das arme Kind ermordet wurde, Herr Kommissar? Ich hatte vom Fenster aus jemanden gesehen. Und bin raus und hinter ihm her. Er floh sofort ins Gebüsch, als er mich sah, und ich bin ihm eine ganze Weile gefolgt, bis runter zur Hauptstraße. Dann war er weg. Ach. Es wäre mir lieber gewesen, er hätte mich erwischt und nicht die arme Judy. Ich hatte Sie doch so dringend gebeten, bleiben Sie nur ja auf Ihren Zimmern. Warum ist Judy denn trotzdem rausgegangen? Das war meine Schuld. Sie hatte ein Geräusch im Hause gehört. Es kam aus der zweiten Etage. Wir haben es alle gehört. Und ich wollte nachsehen, was es war. Judy wollte mich nicht allein raufgehen lassen.
Und da bat ich Sie, auf der Treppe aufzupassen. Nicht weinen. Wo ist Ihr neuer Butler? Ich weiß es nicht. In seinem Zimmer nehme ich an. Ach, Mrs. Patterson. Ja. Wussten Sie, was hier geschehen ist? Nein, Kommissar. Aber ich habe gehört, dass jemand geschrien hat. Da bin ich zu Warner rübergegangen. Unsere Zimmer liegen nebeneinander. Aber er war nicht da. Sein Bett war unberührt. Natürlich nicht, sonst würde er ja auch etwas gehört haben. Ich habe die Schreie auch gehört. Interessant. Und wo waren Sie? Draußen, Sir, im Garten. Miss Hollander ist ermordet worden. Nein. Ach, Sie sind überrascht? Erschrocken? Ich habe schon bessere Schauspieler gesehen. Ich weiß jetzt, wer Sie sind. Ihr Name ist nicht Warner. Ich habe ein Rundschreiben in meinem Büro, mit Ihrem Steckbrief. Sie werden von der Polizei in Chicago wegen eines Raubüberfalles gesucht. Das ist richtig, Sir, aber ich habe wegen dieser Sache bereits vor Gericht gestanden und meine Unschuld bewiesen. So, da haben Sie aber Glück gehabt. Wo waren Sie, als Judy getötet wurde? Draußen, das habe ich doch schon gesagt. Was haben Sie da gemacht? Ich sah, wie Sie das Haus verließen. Da bin ich hinter Ihnen hergegangen, weil ich glaubte, Sie verfolgen jemanden und brauchen vielleicht Hilfe. Ach. Ich bin die ganze Zeit dem Lichtschein Ihrer Taschenlampe gefolgt. Und dann machten Sie sie aus. Als ich da stand und eine Weile in die Dunkelheit starrte und torchte, traf mich plötzlich etwas Schweres am Hinterkopf. Erst als ich wieder zu mir kam, da wurde mir klar, dass mich jemand niedergeschlagen hatte. Ich wünschte, es wäre so, wie Sie sagen. Dann hätten wir Sie mit Ihrer Maske draußen im Garten gefunden. Nicht im Garten, hier im Hause sind Sie von diesem Feuerhaken auf den Kopf getroffen worden, als Sie die Treppe runterliefen. Nein, nein, Sir, da irren Sie sich aber gewaltig. Ich bin nicht das Biest. Ich habe nie getötet, ich könnte es gar nicht. Ihr Verdacht ist unbegründet. Wieder ein Opfer, das Sie untersuchen können. Sie sehen, das Biest war wieder da. Warum sind Sie eigentlich zurückgekommen, Doktor? Weil ich einen Autounfall hatte. Ungefähr eine Meile von hier entfernt. Mein rechtes Vorderrad muss Luft verloren haben und da bin ich in Schleudern geraten. Und weil hier das nächste Haus war und ich hier kein Unbekannter bin, außerdem habe ich gehofft, Sie würden noch hier sein. Was ist denn das, Doktor? Das ist doch Blut. Irgendwas muss Sie am Hinterkopf getroffen haben. Ich sagte doch, ich hatte einen Unfall. Ja, das stimmt. Das haben Sie gesagt. Ich kann mich irren. Aber ich bin nicht sicher. Wir werden sehen. Also, Dale, beginnen wir ein neues Kapitel. Tagelang füllten die Morde die Schlagzeilen der Presse. Kommissar Anderson nahm jeden von uns mehrfach ins Verhör und durchstöberte Tag und Nacht alle Winkel des Hauses. Herr Warner ist bis jetzt nicht verhaftet worden, aber die Polizei überwacht ihn. Tagsüber ist das Haus voller Unruhe. Entweder werden wir von neugierigen Presseleuten belästigt oder immer wieder von der Polizei vernommen. Am Abend erst tritt Ruhe ein. Außer einem Detektiv, der in der Halle Wache hält, sind wir allein. Eines Nachts habe ich schließlich, ohne jemandem etwas zu sagen, auf eigene Faust das Haus durchsucht. In einem Abstellraum im dritten Stock, wo wir unsere leeren Koffer untergebracht hatten, machte ich eine interessante Entdeckung. Thank you.
Nimm deine Pranken hoch. Eine gute Idee, mich hier umzubringen, um den Leuten weiszumachen, ich wäre das Biest. Wie sollte denn mein Selbstmord aussehen? Welche Methode hast du denn ausgewählt? Wenn du mich erledigen willst, musst du früher aufstehen. Auch wenn du mir 1 Million Dollar vor der Nase wegschnappen willst. Ich weiß, wo sie ist. Wenn du tot bist und den Zettel mit deiner eigenen Schrift in der Hand hast, bin ich reich, ohne dass der geringste Verdacht auf mich fällt. Und hat sich selbst getötet. Du hast sehr gute Vorarbeit geleistet. Ich werde mich erkenntlich zeigen. Dieses Serum kuriert jeden, ob er tollwütig ist oder nicht. Gordon. Nanu, da stimmt doch irgendwas nicht. Miss Cornelia! Nicht, wo mag sie nur so spät in der Nacht allein herumlaufen? Du meine Güte, jetzt schlägt's aber 13. Das ist unglaublich, unerhört. Davenport! Und sowas nennen Sie Pflichterfüllung. Die Tür ist offen, die Sicherheitskette ab und Sie sitzen im Sessel daneben und schlafen. Wenn Kommissar Anderson das erfährt, können Sie was erleben. Na los doch, wachen Sie auf. Was haben Sie denn nur? Ach, ich weiß auch nicht, was mit mir ist. Mein Schädel. Ich weiß nicht, ich bin wie betäubt. Hier, nehmen Sie einen Schluck Wasser und versuchen Sie wach zu werden. Ich komme sofort zurück. Hallo, machen Sie auf, ich bin's, Lizzie. Helfen Sie mir, Mrs. Patterson. Ich kann Miss Van Gordon nirgends finden. Außerdem muss mit dem Detektiv irgendwas passiert sein. Sagen Sie Warren, er möchte sofort runterkommen und uns helfen. Geht's Ihnen jetzt besser? Ja, allmählich geht's wieder. Jetzt fällt mir was ein. Ich habe einen Schluck Rotwein aus der Karaffe getrunken. Miss Van Gordon war so freundlich gewesen. Sie hat bestimmt nichts hineingetan. Es muss einer gewesen sein, der wusste, dass ich heute hier Wache habe. Dann war es derselbe Kerl, der Miss Van Gorder entführt hat. Ich habe schon das ganze Haus abgesucht, aber ich kann sie nirgendwo finden. Verstehen Sie das? Jetzt soll Bräune mal im Garten nachsehen. Da muss ich erst Kommissar Anderson fragen. Hallo? Hier Davenport, Haus Eichengrund. Bitte den Kommissar.
Irgendwer hat versucht, mich zu betäuben. Ja. Ja, ich war eine Weile ohne Besinnung und in der Zeit ist Miss Van Gorder verschwunden. Ja. Frag lieber Anderson, sonst kriegen wir Ärger. Er ist nicht zu Hause? Wo ist er denn? Was sagst du da, wer? Dr. Wells? Weißt du nichts Näheres? Schnell doch, beeilen Sie sich bitte. Ich sterbe vor Angst um Miss Cornelia. Okay. Kommissar Anderson ist dienstlich unterwegs. Dr. Wells ist vorhin in seinem Laboratorium ermordet worden. Dr. Wells? Irgendwas stimmt nicht mit Dr. Wells. Mein Kollege durfte nicht drüber reden. Miss Lizzie, Warner ist nicht in seinem Zimmer. Ich kann ihn nirgendwo finden. Und den sollte ich besonders im Auge behalten. Wo ist Miss Van Gorder? Wir müssen sie sofort suchen, Inspektor. Moment, haben Sie nicht gesagt, dass die Haustür vorhin unverschlossen war? Ja, und die Kette war auch ab. Vielleicht ist Miss Van Gorder hinausgegangen. Das würde sie niemals tun. Sie muss im Hause sein. Hilfe, ich kann nicht mehr atmen. Ich kriege keine Luft. Miss Cornelia! Miss Cornelia! Miss Cornelia! Nanu, da oben brennt ja Licht. Sind Sie da oben gewesen? Ja, ich war oben, aber ich habe das Licht ausgemacht, als ich runterkam. Dann muss es Miss Corny angemacht haben. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Los, kommt! Miss Cornelia! Miss Cornelia! Miss Cornelia! Hier, Lizzie, hier bin ich. Hier, Lizzie, hinter der Kaminverkleidung. Wir hören Sie, Miss Van Gorder, was sollen wir tun? Oben in der Täfelung sind 5 Felder. Schlagen Sie mit der flachen Hand dagegen. Gegen welches Feld, Miss Van Gorder? Hilfe! Ich verstehe Sie nicht. Welches Feld, Miss Van Gorder? Fragen Sie nicht so viel. Wenn Sie nicht wissen, gegen welches Feld, dann schlagen Sie einfach gegen alle. Kommen Sie, Miss Corny. Jetzt wird alles wieder gut. Ich bin ja da. Geht's Ihnen besser? Ja, viel besser. Wir bringen Sie auf Ihr Zimmer. Nein, lassen Sie mich nur hier. Es geht mir schon wieder ganz gut. Oh, ist das wundervoll, wenn man ohne Anstrengung atmen kann. Niemand weiß, wie gut die Luft schmecken kann, bevor er sowas mitgemacht hat. Dieser Raum ist luftdicht abgeschlossen. Als die schwere Tür hinter mir zu viel war, als ob die ganze Luft abgesaugt würde. Da, sie schlägt wieder zu. Lassen Sie nur, ich kann sie von hier aus wieder öffnen. Hier ist ein zweiter Schalter unter dem Bauplan. Der Motor befindet sich unter dem Fußboden. Wenn die Tür ganz offen ist, dann bleibt sie auch offen. Ich glaube, der Kamin vom anderen Zimmer lässt sich ebenso öffnen. Sehen Sie? Danach habe ich gesucht, aber ich konnte es nicht finden. Das Versteck ist raffiniert. Ja, wirklich. Eben, weil es so einfach ist. Ja. Den Panzerschrank können wir allerdings nicht öffnen. Dazu brauchen wir einen Experten oder eine Ladung Nitro. Vielleicht war es das, wonach das Biest gesucht hat, Inspektor. Das ist möglich, aber es scheint, er hat es aufgegeben. Miss Van Gorder. Ja. Warner ist verschwunden. Was? Und Dr. Wells ist ermordet worden. Dr. Wells? Ja, in seinem Labor. Kommissar Anderson ist bereits dort. Weiß er, was heute Nacht hier bei uns passiert ist? Ja, ich habe ihn anrufen lassen. Er muss jeden Augenblick kommen. Das ist gut. Was ist das für ein Lichtschein? Miss Van Gorder, der Schuppen steht in Flammen. Tatsächlich. Lizzie, mach drüben das Licht aus. Wo wollen Sie hin, Inspektor? Die Feuerwehr anrufen. Nein, Sie bleiben jetzt hier. Aber Miss Van Gorder, der Schuppen ist voller Gerüche. Mir egal, passen Sie auf die Treppe auf.
Das Feuer ist nur gelegt worden, um uns hinauszulocken. Wer soll denn? Glauben Sie etwa, dass... Ja, ich meine das Biest-Inspektor. Jetzt, wo das Licht aus ist, glaubt er bestimmt, wir wären alle hinausgelaufen und wird hier raufkommen. Inzwischen kommt Kommissar Anders. Ja, ich hoffe, aber das Biest wird vor ihm hier sein und wird jeden rücksichtslos umbringen, der ihm im Wege steht. Aber diesmal hat er sich verrechnet. Die beiden können gehen, aber ich bleibe hier. Ach, na schön, aber gehen Sie in Deckung. Meine Damen, die leeren Koffer sind eine schlechte Deckung. Ich würde gern Ihre Neugier befriedigen und Ihnen mein Gesicht zeigen. Das gäbe eine spannende Stelle in Ihrem Buch, Miss Van Gorder. Aber dazu ist keine Zeit mehr. Ich fürchte, Sie werden es nicht mehr schreiben können. Das Biest ist Warner. Ich habe es gewusst. Sie haben sich geirrt, Miss Ellen. Warner. Es ist mir unangenehm, wenn ich unter Mordverdacht stehe, Miss Van Gorder. Ich wollte verschwinden, aber als ich auf dem Wege zum Flughafen war, habe ich es mir dann anders überlegt. Ich glaube, es war gut so. Was, Kommissar Anderson? Ja, es war Anderson. Er war hinter das Geheimnis des Kaminzimmers gekommen und wartete nur darauf, den Safe öffnen zu können. Wir haben das Geld gefunden. Über 1 Million in Zehnern, Zwanzigern und Hundertern. Der gute alte Andy. Er hatte das ganze geraubte Geld in Bankpapieren angelegt. Eine raffinierte Methode, geraubtes Geld zu verbergen. Ganz offen vor aller Augen. Und wie angesehen er war. Aber versuchen Sie es nicht. Auch wenn Sie es noch so raffiniert anfangen. Mord lässt sich nicht verbergen. So, das wär's, Dale. Das ist das Ende.